negativ, wenn er sagt, ja, der Einzige ist eine Schaum auf der Hölle und die Größe ein purer Zufall. Also dass es eben so eine Unausweichlichkeit des Ablaufs der Geschichte gibt. An der Sportschule und du warst ja früher selber mal Schülerin. Wie kam es überhaupt dazu, dass du hier an die Schule gewechselt bist? Ja, also ich bin 2004 nach Jena gekommen. Damals war es so, dass mein Heimatverein in Magdeburg gesagt hat, wir können dich einfach nicht mehr nach vorne bringen, wir wissen nicht mehr, was wir dir noch beibringen sollen. Wenn du sportlich erfolgreich sein möchtest, musst du auf eine Sportschule gehen. Damals hatte ich mehrere Angebote von verschiedenen, in Anführungszeichen Angebote, von verschiedenen Sportschulen und habe mir auch zwei davon näher angeguckt. Das war einmal in Luckenwalde und einmal hier in Jena. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass Jena für mich ja, das, oder der Frauenstützpunkt schlechthin war. Und deshalb bin ich hierher gekommen. Was macht für dich das Sportgymnasium Jena aus? Also was ist hier besonders, dass man Sport und Schule und den Alltag, dass man das alles gut zusammenbringt? Ja, also die Kooperation zwischen Schule, Sport, Internat, die ist super. Also die Absprachen laufen eigentlich meistens perfekt. Wir haben immer genug Zeit, um zu trainieren, lassen dabei aber natürlich die schulische Sache nicht außer Acht. Ja, also sollte es mal sportlich nicht so laufen, dann hat man trotzdem immer den Rückhalt der Schule. Und ich weiß, bei mir damals war es so, dass ich sportlich sehr viel unterwegs war und die Schule mir da den Rücken komplett freigehalten hat. Ich hatte viele Möglichkeiten, um dann auch wirklich an den Maßnahmen vom Sport teilnehmen zu können. Musste dafür das ein oder andere Mal in Einzelunterricht, aber das habe ich ganz gut überstanden. Du hast dich ja dann nach der Schule dazu entschieden, weiterzumachen mit Sport, weil du eben weiter vorankommen wolltest und hast dann eben den Berufszweig als Polizistin gewählt. Wie kam es dann dazu? Ja, also für mich stand es nie zur Debatte, irgendwie aufzuhören nach der Schule. Im Gegenteil, also ich wollte immer zu den Spielen und dafür habe ich auch alles getan. Und ich wollte auch schon immer zur Polizei. Ich habe damals im Kindergarten schon zu meiner Mama gesagt, Mama, später bin ich bei der Polizei. Und sie hat gesagt, ja, ja. Und wir haben das Glück in Thüringen, dass es die Sportfördergruppe gibt. Und es war natürlich für mich optimal, schon mein Berufswunsch, den ich schon immer habe, mit meinem Sport kombinieren zu können. Weiter, 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 weiter! Weiter, 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 weiter! Weiter, 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 weiter! Alte und neue deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm vom KSC Motor Jena aus Thüringen, Maria Sellmeier. Identifizierst du dich eigentlich mit dieser Sportschule? Also da hast du hier sehr viel Zeit verbracht. Wie würdest du das bewerten? Ja, also meine leistungssportliche Karriere, die hat ja erst angefangen, wirklich als ich hierher gekommen bin. Ich denke, ich bin schon ein Teil der Sportschule und bin auch stolz darauf, dass ich hier auf diese Schule gehen konnte und dass ich hier meine Möglichkeiten hatte zu trainieren und gleichzeitig mein Abitur machen zu können. Es würde mich mal wirklich interessieren, warum ihr jetzt genau hier an der Sportschule Jena seid, um Fechten auszuüben, und warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden und seid nicht woanders hingegangen?
Ja, bei mir war es so, dass meine beiden Onkel sogar schon vor mir gefochten haben, auch hier an der Schule. Und da war das natürlich naheliegend, mal abgesehen davon, dass auch der kürzeste Weg ist von der Schule her, also speziell zur Sportschule. Ja, und so haben wir das im Prinzip in die Wiege gelegt. Ich bin praktisch ein Neueinkömmling bei mir in der Familie im Sinne vom Fechten. Es hat sich halt relativ früh herausgestellt, dass ich etwas Talent habe. Da habe ich mir gedacht, dass Jena als Landesstützpunkt natürlich das Richtige ist. Wie sind jetzt eigentlich hier so die Aufnahmekriterien im Bereich Fechten dafür, dass man an so einer Eliteschule des Sports trainieren darf? Naja, also an dem Jahr, wo man kommt, macht man im Prinzip so Aufnahmetests. Das ist hauptsächlich so athletisch. Dann kommen halt noch so, macht man mit dem Trainer hier dann so fechterische Übungen, um halt den Bestand des fechterischen Zustandes nochmal für den Trainer direkt dann zum Anschauen zu haben. Und ja, wenn du halt die Normen erfüllst, dann kannst du herkommen. Wie ist es so, ihr macht ja beide nächstes Jahr euer Abitur. Wie ist das so, Schule, Sport, steht der Sport im Vordergrund oder ist das bei euch gleichwertig? Also es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass dieses Jahr der Leistungsanspruch in der Schule extrem gestiegen ist. Im Sport ist er natürlich gleich geblieben, auch altersabhängig. Und ja, ich würde schon sagen, dass die Schule wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Ja, bei mir ist das ähnlich und wenn man halt für die Schule jetzt mal Zeit braucht mehr, dann kann man mit unserem Trainer einfach reden und dann kriegt man auch mal trainingsfrei. Warum habt ihr euch dazu entschieden, genau an diese Sportschule zu wechseln und nicht irgendwo anders Basketball zu spielen? Also ich komme ja schon aus Jena und damals war ich ja auch schon im Verein und ich wurde, als es zum Wechsel zur 5. Klasse hinging, die Entscheidung zu treffen, auf welche Schule ich gehe, wurde ich halt von meinen Trainern angesprochen und das war unter anderem auch mit Herr Rost und Sören Zimmermann und die haben mich halt hier auf die Sportschule geholt und eigentlich gab es für mich dann auch gar keine andere Alternative. Ja, bei mir hat mich eigentlich so mein alter Trainer draufgebracht, der meinte, ach ja, guck dir Jena doch einfach mal an und dann war ich halt hier zum Probetraining und mir hat das ganze Konzept ja eigentlich ganz gut gefallen, dass alles auf einem Fleck ist und das hat mich dann auch überzeugt herzukommen. Diesen Schritt zum Leistungssport, was fasziniert euch daran, quasi den kompletten Alltag für den Leistungssport umzustellen? Also ich denke, man kann es so sagen, dass Sport unser Leben ist, beziehungsweise für mich. Also ich werde immer Sport treiben in meinem Leben, das wird nie aus meinem Leben fallen. Und ich liebe es, mich einfach auszupowern und das Gefühl, total fertig zu sein danach. Und das ist wie so ein Hochgefühl, was man dann bekommt. Ja, Basketball ist halt einfach eine Leidenschaft und ich kann es einfach nicht den ganzen Tag irgendwo rumsitzen und diesen Ball in der Hand zu haben und gegen andere spielen zu können und auch mit anderen spielen zu können, ist halt einfach das größte und das beste Gefühl, was man haben kann.